Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr, dass Sie alle da sind. Wir fangen mit leichter Verspätung an. Grund dafür ein Stau auf der A3. Und ich freue mich aber sehr, dass ich diesen Abend moderieren darf, denn ich kenne John schon eine lange Zeit und ich habe ein bisschen mitbekommen, wie dieses Album entstanden ist. Wir haben uns viel ausgetauscht und ich freue mich sehr, diesen Abend präsentieren zu dürfen. Und nun begrüßen Sie mit mir John Constantine. She's not the type of anyone. She's hardly ever kind. Whenever someone calls her name, she's always hard to find. I've tried to please her every day. I've tried to win her heart, and every day she dismisses me, but still I play my part. What happened to sunshine? What happened to sunshine? Where have you gone? She doesn't care for poetry. Those words just float on by like pictures in a magazine. Like silent birds, they fly. She left me cold when winter came. She's gone without a trace. I pray that she returns to me to bring back warmer days. What happened to sunshine? What happened to sunshine? Yeah. Where have you gone? Where have you gone. Wake me in the morning. Took me in at night. Take away my worries. Warm me up inside. You could be my savior. You could be my only friend. Stay with me forever until the very end. Danke. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Das war What Happened to Sunshine aus deinem Debütalbum Black Bile. Wir sprechen gleich über den Titel, aber du hast ja die Frage schon gestellt, was ist denn los mit dem Sonnenschein? Ja, gute Frage. Also der Song ist einer der älteren Songs auf dem Album. Der ist entstanden 2020 und ich glaube, was ich
damals geschrieben habe, ist schon sehr auch motiviert durch durch diese Zeit, in der man doch sehr sich wieder auf die Natur zurückbezogen hat, weil der menschliche Kontakt wegfiel durch Corona. Und dann läuft man so durch die Wälder und die Wiesen und dann entsteht so ein Song einfach, ne? Also. Was heißt, der Song entsteht so einfach? Was ist zunächst da? Die Melodie, ein Vers, an dem man weiterarbeitet? Sind es Akkorde? Also bei dem Song ist es tatsächlich sehr klischeehaft. Also du musst dir vorstellen, dass ich so durch mein Heimatdorf streife und mich unter einen Baum setze und dann mein Notizbüchlein dabei habe. Und es ist so ein sehr warmer Tag, früh im Jahr. Und dann, was ist zuerst da? Ich glaube, bei mir ist es immer so, dass sowohl ein Stück Melodie als auch ein Stück Text relativ gleichzeitig einfach erscheinen. Und das war dieses What Happened to Sunshine. Und diese Phrase, wenn ich mich richtig erinnere, war es tatsächlich so, dass ich morgens aufstand und ich hatte am Tag vorher gesehen, oh, morgen wird sonnig, und dann stand ich auf und es war wolkenverhangen und ich dachte, What Happened to Sunshine? Mhm. Aus dieser relativ leeren Phrase ist dann dieser Song entstanden. Weil ich dann dachte, ja, okay, ich habe das jetzt im Kopf und dann ist die Melodie ist da irgendwie mit verknüpft mit dieser einen Zeile. Und dann spinnt sich so alles drumherum, kommt dann irgendwie dazu. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn man die Sonne personifiziert und also wie das ja viele Romantiker im Endeffekt gemacht haben. Mhm. Ich glaube, dass ich dadurch sehr beeinflusst wurde durch diese englische Romantik. Also es gibt einen tollen Dichter namens William Wordsworth, der da, glaube ich, irgendwie mit reingespielt hat. Aber im Endeffekt ist es super schwierig zu sagen, was war der Einfluss. Also im Endeffekt spielt es ja auch keine Rolle, was mich beeinflusst hat, sondern der Song ist der Song. Der Song ist der Song. Und gibt es dennoch, um ein bisschen den Werkstattbericht jetzt zu bekommen, auch den Fall, dass die Melodie da ist und dann noch die passenden Worte gesucht werden? Oder sind erst die Worte immer da? Das passiert ganz oft, ja. Also bei mir ist es meistens so, dass ich, wie gesagt, eine Phrase habe, die sowohl Text als auch Musik umfasst. Und dann ist das aber meistens schon der Refrain. Also das ist dann meistens schon der Kern des Songs. Und dann überlegt man sich, ja, okay, wie könnte eine Strophe sein? Und was in dem Song zum Beispiel ist, also es gibt dann so verschiedene, oh, da kommt mein Getränk, vielen Dank. Was bei dem Song zum Beispiel der Fall ist, ist, dass ja die Strophe in derselben Tonart ist wie der Refrain, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn das ein Dur-Refrain ist, dann mache ich die Strophe in der Moll-Paralleltonart. Und in dem Fall war es dann relativ einfach, dass ich in der Tonart geblieben bin und dann einfach ausprobiert habe. Und was in dem Song zu hören ist, ist ein bestimmtes Picking-Muster. Travis Picking nennt sich das. Und das habe ich irgendwann einfach mal aufgeschnappt, weil viele meiner musikalischen Einflüsse aus dem Folk-Bereich ist das eben, das ist so eine Blaupause. Und dann spielt man damit halt rum. Kannst du das ein bisschen erläutern? Ja, aber dafür muss ich die Gitarre in die Hand nehmen. Ja, unbedingt. So. Gut, dass wir hier vorgesucht. Wir wollen ja was lernen. Ja, das freut mich total. Mal schauen, ob ich euch noch was Neues beibringen kann. So, also das Travis Picking funktioniert. Ah, super, jetzt kommt der Technik-Support. Funktioniert eben so, dass man hat quasi, der Daumen macht die ganze Zeit. Und dann macht man noch ein paar Sachen. Ich kenne das als alter Hannes Wader-Fan natürlich. Ja, genau, ja, ja, zum Beispiel. Und so war das eben, dass ich dann, und das habe ich, ja, das ist so ein, das geht dann quasi hoch zu dem Septakkord und geht dann wieder zurück, ohne jetzt, wie gesagt, zu technisch werden zu wollen. Aber ja, das ist dann einfach so ein, man spielt dann ein bisschen damit rum und dann denkt man sich, ja, okay, das passt irgendwie. Und so kommt dann eins zum anderen. Sehr schön, du hast jetzt schon technische Begriffe genannt, die Paralleltonart und all das. Also man merkt, du hast ja einen anderen Background als den so mancher im
Pop-Rock-Business hat. Ja. Du bist ja durchaus musikwissenschaftlich versiert. Ja, ich bin ja, ich habe ja klassisch Klavier und Geige gelernt und auch die ganze Musiktheorie, Gehörbildung, Harmonielehre, was dann dazu gehört. Und ich finde das, also ich glaube nicht, dass ich Popmusik machen könnte, wenn ich diesen klassischen Background nicht hätte. Und das ist auch was, was mir auffällt, dass, glaube ich, in der Zeit, die mich auch popmusikalisch am meisten interessiert, die 60er und 70er Jahre, dass da die Popmusik auch noch wesentlich stärker von der klassischen Musik beeinflusst war. Also es gibt Beatles-Songs, die 1:1 von einer Beethoven-Sonate zum Beispiel inspiriert sind. Und das ist, glaube ich, diese Schnittstelle zwischen Popkultur und Hochkultur ist, glaube ich, das, was mich immer dann am meisten fasziniert hat, weil es sowohl kognitiv ansprechend ist, als auch emotional abholt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Art, wie ich Musik mache, dass ich das irgendwie auch theoretisch begreifen kann. So, aber jetzt lass uns erstmal kurz anstoßen. Jetzt habe ich ja ein Getränk. Sehr zum Wohle. Prosi, schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt direkt so richtig schön eingestiegen ins Gespräch, aber schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt alle gut hergefunden. Wenn wir jetzt musikwissenschaftlich daran gehen würden, dann könnten wir jetzt noch vieles sagen. Aber das Erstaunliche ist ja bei dir, man merkt, dass du diesen Background hast, aber es ist in keiner Weise aufdringlich. Also es ist kein akademisches Songwriting. Den Eindruck hat man nicht, dass man selbst nochmal den Quintenzirkel auspacken muss und den dazulegt, sondern man kann diese Songs ja sofort genießen. Aber wahrscheinlich rufen sie dann bei mir als Klassikhörer auch sehr viel ab, was so intuitiv so da ist, was man an Harmonien präsent hat, was man vielleicht auch an Traditionen präsent hat. Das eine ist die klassische Musik, das andere ist aber dann, du hast den Volkssong schon genannt, eigentlich eine Musik, die ihre Glanzzeiten in den 70er Jahren hatte, oder? Ja, habe ich ja schon gesagt, dass da die Musik auch sehr von der Klassik noch beeinflusst war. Und ich bin eindeutig Kind der 60er und 70er. Ich glaube, man merkt es schon auch, wenn man das Album hört, auch wenn es hoffentlich jetzt nicht komplett altbacken klingt oder so. Also ich denke, wir haben es, die Produktion ist auf den Standards. aber ja, das ist einfach eine Zeit, die ich schon immer interessant fand. Also das mag auch damit zusammenhängen, dass ich damit gefüttert wurde von meinen Eltern, die gesagt haben, hier Simon & Garfunkel, hör dir das mal an. Und also Paul Simon zum Beispiel ist ein Songwriter, den ich grandios finde, der aber auch sehr stark von der klassischen Musik beeinflusst ist. Teilweise hat er klassische Werke genommen und fast 1:1 einfach vertont. Und weiter wäre wahrscheinlich Eric Clapton zu nennen. Ja, Eric Clapton ist ein klassischer Blues-Gitarrist. Ja. Also das kommt ja irgendwie auch dazu. Also das ist ja auch eine Zeit, in der sich viele Dinge vermischt haben. Und ich glaube, dass meine Musik auch durch den Blues und durch die Soul-Musik auch sehr stark beeinflusst ist. Ich glaube, es ist ein sehr souliges Album geworden. Es ist sehr viel Orgel drauf und so. Und das ist nochmal ein anderer Einfluss, der, glaube ich, mit drin ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich dann auch emotional sehr abholt, weil das einfach diese Größe und diese Erhabenheit irgendwie hat. Und wenn das beides zusammenkommt, dann entsteht, glaube ich, eine Mischung, die einfach für mich sehr gut funktioniert, wo ich sagen würde, ja, das ist wie Popmusik oder wie Rockmusik auch klingen sollte, weil auch die Rockmusik hat sich ja über die Jahrzehnte sehr verändert. Und nicht immer zum Besseren, meiner Meinung nach. Also in den 80ern und 90ern merkte man, dass es irgendwie weniger diesen Soul-Einfluss hat und dann irgendwie ist auch relativ einfache Akkordstrukturen dann mehr Einzug gehalten haben. Und ich finde, dass diese Vermählung von diesen klassischen Einflüssen, den Soul- und Blues-Einflüssen, dass das eigentlich der Rockmusik immer sehr gut getan hat. Das hört man zum Beispiel bei Pink Floyd, bei den Beatles. Mhm. Ja, das ist das, was mich immer am meisten abgeholt hat und was ich wahrscheinlich deswegen auch so in meiner Musik mache. Blues ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kannst du mir mal einen Autobahn-Blues schreiben. Den habe ich mir, glaube ich, redlich verdient. Aber wir wollen jetzt ja nicht nur über Musik reden, sondern sie auch hören. Wir hören dich hier solo mit Gitarre. Auf dem Album klingt das ganz anders. Und deswegen wollen wir doch mal in den ersten Song vom Album
reinhören, um einen Eindruck zu gewinnen. Ja, der erste Song des Albums ist ja gleichzeitig auch die Single-Auskopplung, When the Sky is Blue. Den haben wahrscheinlich, wer hat den Song gehört? Oh, doch viele, ja. Es kommen alle gut vorbereitet. Ja, ich muss auch ein paar andere Publikumsfragen stellen, um ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Wer hat denn, das Album ist ja seit heute draußen, ist jemand hier, der das komplette Album schon gehört hat? Oh, auch schon. Stark. Spotify macht's möglich. Ja, ja, ja. Es sind nicht nur die Amerikaner. Ich habe ja fast nur amerikanisches Publikum mittlerweile. Sehr gut. Also die Kölner, ich glaube, Köln ist in meiner laut Hörerstatistik auf Platz 6 oder so, hinter London, Los Angeles, New York. Also ihr müsst euch noch ein bisschen anstrengen, Leute. Vielleicht erleben wir dich auch dann das letzte Mal hier in Deutschland und im nächsten Jahr schon wo ganz anders. Ja, insofern sind wir doppelt dankbar, dass du da bist. Aber dann hören wir doch mal rein in When the Sky is Blue. Sometimes I get the feeling. Ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen. Es kommt vom Band, Leute. Aber es ist natürlich trotzdem toll, wenn ihr klatscht. Sometimes I get the feeling that I should be jumping from the windowsill. But then again, it isn't me, it's just the time that I'm supposed to kill. Dieser Song ist wie, wenn ich das sagen darf, das gesamte Album durch die Melancholie geprägt. So ergibt sich auch der Titel. Und nun hast du hier einen Song geschrieben, der ganz tief anfängt eigentlich. Im Keller befindet sich da einer, das lyrische Ich. Und dann geht aber dieses Ich unter Leute und erlebt dann doch die Welt ein bisschen anders. Das heißt, wir haben es doch auch mit einem Album zu tun, das die Einsamkeit zu einem großen Thema macht und wie man ihr entkommen kann. Denn Einsamkeit bedeutet auch, diese Leere wirklich so drastisch zu spüren, dass sie einen inspirieren kann für gute Songs, aber sie kann auch erdrückend sein. Und ich will das gar nicht als Frage formulieren, sondern eher als Beobachtung in den Raum stellen. Du lässt schon immer den Ausweg da, dass man also auch unter Menschen beispielsweise gehen kann oder in die Natur gehen kann, um dort sich dann selbst zu retten. Ja, ich glaube, dass es im Songwriting oder zumindest für mich im Songwriting irgendwie wichtig ist, dass man diese Grautöne abbildet. Also du nennst es einen Ausweg. Ja, also klar ist Einsamkeit und Melancholie sind zwei der großen Themen in diesem Album. Und
Ja, also diese Mehrschichtigkeit, diese Doppelbödigkeit ist irgendwie, glaube ich, was mir wichtig ist, dass man, also ich glaube, ein Song, der aussagt, mir geht's so schlecht und alles ist scheiße, ist einfach nicht so wahnsinnig interessant. Also das ist wie, als würde man mit einer Farbe versuchen, ein Bild zu malen. Das haut einfach, also ja, ist nicht furchtbar interessant. Und ich glaube, erst wenn man versucht, mit mehreren verschiedenen Farben zu hantieren, dann wird es erst ein runder Song, der dann auch funktioniert. Aber ich muss auch generell zu meinen Texten sagen, dass das für mich das Texte schreiben eigentlich was sehr, sehr Unbewusstes ist. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm. Also es geht ja am Ende um das fertige Produkt und nicht darum, was ich mir dabei gedacht habe. Mhm. Es passieren einfach Dinge. Also ich setz mich dann hin und fange an zu schreiben und dann ist es fertig und dann schaue ich es mir nochmal an. Wenn mir eine Zeile nicht passt, dann ändere ich sie nochmal ab. Aber an sich kommt es dann einfach und dann lässt man es zu und dann kommt irgendwas bei raus. Aber die Beobachtung ist, glaube ich, richtig. Also deshalb, ich erlebe das so wie du, glaube ich, wenn du mir jetzt sagst, okay, da ist jetzt irgendwie der Ausweg, dann gucke ich mir das an und denke mir, ja, der Mann hat recht. Also irgendwas ist da. Aber ich erlebe das genauso als Beobachter, als Außenstehender wie du, glaube ich. Der Literaturwissenschaftler in mir würde sagen, das Werk ist immer klüger als der Autor. Insofern ist alles möglich und Intention ist ohnehin eine Frage danach, die sich fast verbietet. Deshalb wollen wir auch gar nicht da bohren, sondern erstmal so ein bisschen über das Album sprechen. Wir hören da nicht nur gerade Gitarre, sondern auch viele andere. Und es ist sehr ungewöhnlich und das ist vielleicht auch gar nicht allen klar, wie dieses Album entstanden ist. Du hast ein bisschen Crowdfunding gemacht, du hast dein Erspartes reingegeben und hast dich also sehr investiert in dieses Projekt und hast dann wirklich hervorragende Studiomusiker gefunden, die das mit dir zusammen in Berlin eingespielt haben. Genau, also ich versuche mal grob so eine Timeline irgendwie nachzuzeichnen. Die Songs sind ja entstanden in den letzten, ich möchte fast sagen, 5, 6 Jahren. Also die ältesten Fragmente, die in diesem Album drin sind, habe ich geschrieben, als ich 19 war. Und so richtig real wurde dieses Projekt Anfang des Jahres 2023, als ich auf der Suche nach einem Studio war und sich dann ein alter Freund von mir meldete, der in Berlin arbeitet in einem Studio. Und der sagte, hey, wenn du mal vorbeikommen willst und irgendwas aufzeichnen willst, sag Bescheid. Ich weiß nicht, ob ihm klar war, was er damit sagt, weil ich direkt 5 Minuten später mich gehört habe und gesagt, ja, hier sind 11, 12 Songs, die ich gerne machen würde. Ja. Wann können wir das machen? Und der war zum Glück aber auch so, hatte da so Lust drauf, dass er gesagt hat, ja, komm, ich besorge dir Musiker, du kommst vorbei und dann machen wir das Ding in 5 Tagen. Mhm. Und das war schon knackig. Also dann ging es natürlich auch, wie du richtig sagst, erstmal darum, das zu finanzieren, weil es war schon quasi ein Low-Budget-Projekt, weil wir gesagt haben, 5 Tage im Studio, mehr ist nicht drin. Und dann habe ich das Crowdfunding gestartet und das hat zum Glück wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und es sind viele der Leute, die das Crowdfunding unterstützt haben, sind auch heute hier. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben und die das Projekt finanziell unterstützt haben. Das hat wahnsinnig gut geklappt und bedeutet mir sehr viel, dass das so gut funktioniert hat. Und dann, ja, dann habe ich angefangen, meine Sachen zu verkaufen. Also meine Wohnung ist seitdem jetzt deutlich leerer, ja. Ist aber auch ganz nett. und dann hat das irgendwie einigermaßen hingehauen. Dann gab es noch Finanzspritzen aus dem Elternhaus, das zum Glück dem Ganzen wohlgesonnen war und gesagt hat, ja komm, wir tragen jetzt das erste Album mit und das muss dann aber auch durch die Decke gehen. Und dann setzt du uns einen Pool in den Garten. Ja. Und dann haben wir den Termin festgemacht und haben gesagt, Anfang Juni ist das Studio frei und dann ziehen wir das durch. Ja, und dann habe ich die Songs quasi alleine schon mal zu Hause komplett aufgenommen. Da ich kein Schlagzeug habe und auch der schlechteste Schlagzeuger bin, habe ich dann so ein Schlagzeug programmiert, das dann im Hintergrund ablief. Also das war alles nicht berauschend, aber das hat gereicht, um das dann an die Musiker loszuschicken. Und das bedeutete, dass wir uns im Juni
in diesem Studio zum ersten Mal alle gesehen haben. Also ich und die Musiker. Und wir haben uns direkt hingesetzt und haben gesagt, los geht's, Aufnahme läuft. Also ein bisschen so, wie wir das jetzt heute machen, dass wir uns 2 Minuten vorher sehen und dann sagen, zack, los geht's. Und ja, das hat dadurch einfach wahnsinnig gut funktioniert, dass das super Musiker waren. Also das waren die, haben zum einen konnten sie sich durch die Demos vorbereiten, aber zum anderen waren die auch so zackig, dass die gesagt haben, los geht's, wir spielen das jetzt runter. Ja, und dann haben wir lange Tage im Studio gehabt, damit wir dann in diesen 5 Tagen fertig sind mit allem. Und gab es einen Chor? Es gab denn keinen Chor, es gab mich. Man hört ja nicht nur dich, hat man den Eindruck. Doch, doch, es ist alles ich. Also, wir haben, alle A's und O's, die da so aus den Seiten wir haben zukommen. A's gemacht, wir haben U's gemacht. Ich wollte E's machen, aber das wurde mir untersagt. Da haben wir nochmal alle Glück gehabt, ja. Ja, also das war, wir haben glaube ich 1,5 Tage haben wir allein für die Vocals gemacht, weil dann stehst du da und dann fängst du an, dein A zu singen und dann Simon, der Produzent, drückt dann auf seine Taste, beugt sich rüber und sagt, mach's nochmal so 1/2 Sekunde länger. Und dann sage ich, okay, machen wir und dann machst du das und dann, okay, das haben wir, jetzt nochmal für die andere Seite, weil du machst es immer für links und für rechts, damit es dann vollen Stereo-Sound hat und das machst du dann jeweils 3 Stimmen, weil du dann so einen 3-stimmigen Chor hast und dann bist du halt beschäftigt. Und, das kann man aber auch nur, wenn man es kann, ne? Also das ist jetzt nicht so jedem Sänger, glaube ich, gegeben, dass er das auch noch abrufen kann. Wir haben mich sehr geschont. Ich habe auch jeden Abend Tee bekommen vom Simon. Der hat mir jeden Abend Salbei-Tee und sonst was gemacht, damit und mir strengstens das Rauchen untersagt, damit wir da durchkommen. Und ich habe aber schon am Ende des Tages schon gemerkt, was ich gemacht habe. Also das war schon strapaziös und ja, es gibt auch Musiker, die nehmen sich mehr Zeit, um ein Album zu machen, weil sie es können, weil sie sich das leisten können. Aber das war jetzt auch schon mal spannend, das jetzt einfach so in diesem Schnellverfahren zu machen. Und ich denke und hoffe, dass man nicht allzu sehr hört, dass wir da durchgaloppiert sind. Nein, das hört man überhaupt nicht, möchte ich hinzufügen. Und vielleicht können wir uns nochmal einen Eindruck holen von dem Album. Und zwar ist es mein Lieblingssong. Sacred Sleep. Ja, dann hören wir den. You were somewhere below me and I was up in the air. I could see you were leaving again, but I felt that I just didn't care. Don't you want me to tell you what it was that was wrong? You try and you care and you wish you were there, but in the end it is all but a song.
Du scheust, im Gegensatz zu vielem, was man heute so hören kann, was in den Charts ist, die Melodie nicht. Ich möchte fast sagen Ohrwurm, aber das ist so verteufelt, dieses Wort zu sagen. Ich gestehe aber, dass ich eben auf der Hinfahrt mitgesungen habe im Auto. Das werde ich jetzt hier keinem zumuten. Aber es ist doch interessant, dass es das in mir auslöst, was viele moderne Musik nicht mehr in mir auslöst. Wie wichtig ist dann das Eingängige oder entsteht es und du merkst es erst hinterher, dass das besonders eingängig ist? Denn dies ist ja ein Song, der, denke ich, wenn man das Album einmal durchhört, einer der Songs ist, die besonders haften bleiben direkt. Ja, wäre mir jetzt gar nicht so klar gewesen, wenn du es nicht gesagt hättest. Also es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe gar nicht diese Distanz. Ich habe die Songs ja von Anfang bis Ende begleitet und dadurch ist es schwer für mich zu beurteilen, was jetzt besonders hängen bleibt und was nicht, weil für mich ist alles im Kopf, weil ich es über Monate geschrieben und gespielt habe. Das war auf jeden Fall, also man setzt sich nicht hin und sagt, ich schreibe jetzt mal was, was wirklich ins Ohr geht, so was Melodie angeht. Also das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das hat für mich zumindest bisher nie so richtig funktioniert, dass ich mir irgendetwas vorgenommen habe, sondern ich gehe immer sehr ergebnisoffen an Songwriting ran. Und bei diesem Song ist es nochmal was Besonderes, weil dieser Song ist im Songwriting eine Kollaboration zwischen mir und meinem 19-jährigen Ich. Mhm. Und zwar ist der Refrain entstanden, den habe ich mit 19 geschrieben und dann nie wirklich beendet, weil mit 19 dachte ich will Punkmusik machen. Ja. Und davon ist dieser Song weit entfernt. Richtig. Ja. Und dann habe ich diesen Song geschrieben und dachte, schön ist er ja, aber er ist überhaupt nicht Punk. Also ich wollte The Police sein damals. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Und vielleicht wäre es besser gewesen, damals schon zu sagen, okay, du schreibst ja offensichtlich was anderes, dann mach doch einfach das. Aber da war ich noch zu stur. Und dann habe ich diesen Song liegen lassen, unvollendet. Und eigentlich war nur der Refrain fertig. Der jetzt aber so unverändert auch auf dem Album drauf ist. Und dann habe ich mich vor einigen Monaten hingesetzt und habe nochmal in meinen alten Notizbüchern gekramt. Und dann ist mir dieser Song, lag plötzlich vor mir. Und ich dachte, schlecht war der damals eigentlich nicht. Mhm. Nur er hat nicht zu dem gepasst, was du gerne damals machen wolltest. Aber jetzt passt er, finde ich, richtig gut aufs Album, weil er auch dieses soulige Gefühl hat. Und die Strophen, die habe ich dann vor einigen Monaten geschrieben und ich hatte auch eine Strophe im Kopf damals, die war aber schlecht. Mhm. Also Der Refrain ist wunderbar. Sacred Sleep, won't you come over me, 'cause I can't take it all at once. The terrors of the day seem so far away, now that I rest in your arms. Auch hier haben wir wieder so eine Personifizierung des Schlafs, die vorgenommen wird, so etwas Umhüllendes, das man haben möchte. Und dann jeder kennt das Gefühl, gerade wenn man einmal nicht gleich Schlaf findet, dann ist diese Sehnsucht danach da. Und das ist kein neues Thema in dem Sinne, aber das ist mir aufgefallen, dass du eigentlich ganz viele alte Themen der Romantik, der deutschen wie der englischen Romantik aufgreifst, dass du wirklich in der Lyrik dich bedienst, aber dann sehr, sehr viel eigene Nuancen reinbringst. Und auch wenn deine Vorbilder in den 60er, 70er Jahren sind, und das ist unüberhörbar, dann kann ich doch sagen, es ist auch ein Dokument des Zeitgeistes. Nicht in dem Sinne, dass das Album sich dem Zeitgeist unterordnet und sagt, so macht man das jetzt, dann tue ich das auch, sondern dass du tatsächlich, glaube ich, etwas abbildest, was da ist. Also diese dauerhafte Melancholie, die uns umflort, die gerade sehr viele, sehr junge Leute umflort, die ist vorhanden und die findet mitunter dann keinen Ausdruck in diesen kurzen auf TikTok optimierten Songs, sondern wir finden es dann eher hier, wenn man sich etwas Zeit lässt, wenn man auch hier Harmonien entwickelt, die auf- und absteigen und das auch etwas Unerwartetes reinbringt. Also das finde ich sowieso das Erstaunliche bei dir, dass der Überraschungsmoment eigentlich durch die Harmonien entsteht. Mhm. Ja, also da sind jetzt vieles drin, was du gesagt hast, wo ich drauf eingehen möchte. Erstmal zu dem Punkt Überraschungsmoment. Das ist auch, glaube ich, was mir sehr wichtig ist, ist einfach originell zu sein. Mhm. Also
es gibt ja sehr viele Songs, die sich derselben Harmonien bedienen, und man kann im Prinzip, wenn man 4 Akkorde auf der Gitarre spielen kann, erschließt man sich dadurch 95% der Popmusik. Wem sagst du das als Schlagerfan? Ja. Und das ist, glaube ich, wo ich dann schon irgendwie, ja, glaube ich, ein bisschen versuche, das bewusst zu vermeiden. Oder zumindest merke ich, wenn ich einen Song schreibe, der harmonisch relativ der relativ vorhersehbar ist, dann merke ich das und bin aber dann automatisch auch unzufrieden damit. Und ja, so ist es, glaube ich, dass ich in jedem Song so ein bisschen gerade harmonisch versuche, Dinge anders zu machen. Wir haben vorhin When the Sky is Blue gehört. Das ist ein Song, in dem es keinen Mollakkord gibt. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen? Nein. Das hört man gar nicht, aber dieser Song besteht nur aus Dur- und Dur-Sept-Akkorden. Okay. Es gibt keinen Mollakkord. Und nenn mir mal einen Popsong, wo kein Mollakkord drin vorkommt. Ja. Es gibt's nicht so oft. Und mir ist das auch erst aufgefallen, als ich im Studio stand, weil ich dachte, ich habe dann die Texte mit den Akkorden habe ich für die anderen Musiker fertig gemacht und schaute mir das an und dachte, wo sind denn da hier Mollakkorde? Kein einziger. Bei Sacred Sleep ist es auch so, dass da ein paar Akkorde drin sind, die einen dann ein bisschen unerwartet erwischen. Und was du zum Text gesagt hast, zu den Themen, die jetzt gerade, also diese Melancholie, die jetzt gerade irgendwie wieder sehr groß ist und auch in meiner Generation, ja, auch da würde ich sagen, das ist einfach was sich sehr unbewusst einschleicht. Also ich mache mir ja, wie gesagt, keine besonders großen Gedanken darüber, wie der Text jetzt sein soll, sondern schreibe einfach mal drauf los. Aber du bist Kind deiner Zeit. Ja, richtig. Vielleicht nicht unbedingt musikalisch, aber was die Einflüsse von außen angeht, bin ich, glaube ich, relativ sensibel. Also das bekomme ich, glaube ich, schon alles sehr gut mit. Und dann äußert sich das sicherlich irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das passiert nicht bewusst. Also als ich noch kein besonders guter Songwriter war, habe ich mich oft hingesetzt und habe gesagt, ich nehme mir jetzt vor, über dieses Thema zu schreiben. Es hat niemals funktioniert. Mhm. Und das ist auch was ich Leuten mitgeben würde, die gerne Songs schreiben wollen. Beim Kreativsein geht es viel darum, einfach mal alles zuzulassen, was passiert. Und dann kann man hinterher immer noch schauen, ja, okay, das und das funktioniert nicht so gut. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man alles einfach mal, dass man ein bisschen das Lenkrad loslässt und dann einfach mal schaut, wo man hinfährt. Und das war aber auch was ich von den Musikern der 60er und 70er gelernt habe. Also gerade zum Beispiel John Lennon ist da zu nennen, der ein großer Fan war wiederum von Lewis Carroll, der Alice im Wunderland geschrieben hat und der dann auch irgendwann Songs geschrieben hat, wo man dachte, okay, das ist jetzt einfach nur das Erste, was mir in den Kopf kommt und das ist jetzt drin, aber es war auch okay und das hat dann irgendwie funktioniert. Und ich glaube, solange man als Songwriter einen gewissen Zugang hat zu dem, was einen umgibt, ob der jetzt bewusst oder unbewusst ist, dann wird sich das immer im Werk auch auf irgendeine Form manifestieren und dann kann man sich auch zurücklehnen und sagen, schreib einfach mal. Und das, was dein Hirn macht, wird schon irgendwie stimmen. Also da wird schon irgendwas bei rumkommen. Und so war es tatsächlich meistens. Man könnte auch sagen, das Thema, das da ist, das dringend ist, das verschafft sich schon Gehör. Ja. Also man muss nicht kommen und sagen, ich schreibe darüber. Das ist ja auch nicht nur in der Musik, sondern auch beim Film ein großes Thema, dass man mitunter eine Struktur in Deutschland zum Beispiel in der Förderlandschaft hat, wo eigentlich nur noch abgefragt wird, welche Themen kommen vor. Und ich schreibe mal ein Drehbuch über den Klimawandel und da kommt meistens kein guter Film raus. Besser ist es, man erzählt eine gute Geschichte und die hat aber plötzlich auch mit dem Klima zu tun. Jetzt hast du John Lennon erwähnt, der wäre mir gerade nicht als erstes eingefallen für diese Herangehensweise, wenn man an Imagine denkt. Dort haben wir ja tatsächlich eher den politischen Autor, der sich hinsetzt und sagt, ich muss da mal was mitteilen. Ja, das war dann später. Ja. Also okay. Das war dann in den 70ern. Das ist auch ein Mensch, der sich sehr verändert hat, was sein Songwriting angeht. Also der hat auch alles verteufelt hinterher, was er mit den Beatles gemacht hat und hat eigentlich von allem gesagt, das war ganz furchtbar, was ich damals gemacht habe. Also der hat einen sehr, sehr starken Wandel durchgemacht. Aber wenn man sich, es gibt den Song I Am the Walrus von den Beatles und der bezieht sich mehr oder weniger direkt auf das Gedicht The Walrus and the Carpenter von Lewis Carroll, das auch in Alice im Wunderland so also vorkommt. Und das ist ein klassisches Beispiel von
schreib mal drauf los und es wird schon, und dann steht da sowas drin wie sitting on a cornflake waiting for the van to come. Und du denkst dir, okay, was soll das jetzt? Was sollen wir damit anfangen? So extrem ist es bei mir ja zum Glück noch nicht. Nein, und wir verschaffen uns nochmal einen Eindruck und hören Coming Through. Ja. My mind is just a little out of place. So I go to try and find the way out of this maze. Don't leave me now. I'm this close to someone new. Please stay with me, 'cause I believe in time you'll see too. Remember when we lay in bed together? Or was it just a dream I had? Or was it all just in my head? I can see you, can you see me too? Wir wollen nicht zu sehr über die Gegenwart lästern, aber was mir ja doch häufig auffällt bei der Popmusik ist, dass da inzwischen 8, 9 Schreiber an einem Werk dabei sind, und guckt man sich dann die Texte an, dann gehen die in etwa so, let's have some fun, dance, 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 und man wundert sich, was diese 9 oder 10 Köpfe sich da ausgedacht haben. Bei dir ist das alles aus einer Hand, selbst die Arrangements ja noch. Ist das für dich jetzt aus der Not heraus geboren gewesen, dass du nicht noch Schreiber engagierst? Oder ist das für dich völlig klar, dass die Musik und der Text aus deiner Feder kommen müssen? Also ich muss dich bei einer Sache korrigieren. Die Arrangements habe ich nicht komplett alleine gemacht. Da wurde mir von meinem Produzenten Simon ein bisschen unter die Arme gegriffen. Da stand natürlich schon einiges, aber er hat dann nochmal mit seinen geschulten Ohren nochmal drüber geschaut und gesagt, ja, lass uns das und das nochmal so machen, und vieles ist spontan auch im Studio entstanden. Aber ja, für mich ist die Einheit von Songwriter und auch, also dass das alles aus einer Hand kommt, das ist mir schon irgendwie wichtig. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich irgendwie so einem Geniekult auch irgendwie angehöre, weil ich Leute bewundere, die das machen und wo ich denke, ach, das ist doch irgendwie was Heiliges. Das ist sicherlich ein bisschen irrational. Aber also ich will schon die Songs singen, die ich auch selbst geschrieben habe. Und ich höre auch lieber Songs, wenn ich weiß, dass die Person, die sie singt, sie auch geschrieben hat. Also warum das so ist, keine Ahnung. Irgendwie, ja, da ist so eine, ja, so eine Verehrung sicherlich spielt da irgendwie mit rein. Also man macht ja auch Musik, weil man Musik toll findet eigentlich. Man macht sicherlich auch Musik, weil man gewisse Musik auch nicht so toll findet. Und dann sagt, dem muss ich was entgegensetzen. Aber ja, ich glaube, das ist schon irgendwie ein Aspekt. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ja, oder du hast es gerade auch nochmal angesprochen, diese Songs, die eigentlich nur aus Hashtags und aus Buzzwords bestehen. Ja, gut, es ist natürlich, dieses Album ist jetzt kein klassisches Produkt der Kulturindustrie, ne? Also das ist ja nicht so, dass ich vorher mal eine Studie in Auftrag gebe und schaue, was ist am bekömmlichsten gerade so an Themen und an Texten und an Akkorden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied, weil ich glaube, dass... Man soll, glaube ich, sofort mit dem Refrain starten und dann erst zur Strophe gehen. Ja, das ist Vorhut. Ja auch so ein Ding. Und die Bridge ist gestorben. Die ist einfach weg. Also die kommt auch nie wieder. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied zwischen der Musik, die ich mache, und der Musik, die
viel, also die der Kulturindustrie dienlich ist, ist einfach, dass diese Musik die Funktion hat, auch, dass sie leicht reingehen soll und dass man sich vor allem nicht groß Gedanken über irgendwas machen soll. Also es hat ja vor allem so eine Ablenkungswirkung. Mhm. Und für mich ist es, glaube ich, so, dass ich auch mit meinen Songs und meinen Texten auch auf gewisse Sachen zeige, die einfach unangenehm sind. Und ich denke, dass diese Einheit ja Ausweis einer besonderen Subjektivität ist. Und wir haben lange diese Diskurse gehabt von dem Subjekt, das verschwindet, das bürgerliche Subjekt verschwindet. Das ist eigentlich Theoriebildung. Seit 60, 70 Jahren erleben wir diese Auflösung des Subjekts. Und dann kommt das Subjekt aber doch plötzlich wieder. Zum einen auch wieder in der Kulturindustrie in Form von einer Influencer-Authentizität, die dann auch doch eine sehr gespielte ist. Aber ich denke schon, dass gerade in der Kunst es wieder sehr wichtig wird, dass man vertrauen kann, dass da eine Person spricht zu mir, dass es unmittelbar ist, dass man nicht eigentlich dort einem Fake erlegen ist. Denn wir sind ja tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo wir alles eigentlich nicht mehr auseinanderhalten können, wo alles zu verschwimmen scheint und wo die Autorität der einzelnen Personen, die dafür mit ihrem Namen steht, plötzlich wieder wichtig wird. Deshalb werden auch Präsenzveranstaltungen so wichtig, also dass man tatsächlich noch jemanden sieht. Deswegen sind Konzerte auch wieder so groß im Kommen nach Corona, dass plötzlich die Leute Lust daran haben, jemanden auf der Bühne zu sehen, zu wissen, diese Person performt das jetzt gerade und das ist nicht irgendwo gemacht und AI und weiß ich nicht wer. Und von daher glaube ich, ist da möglicherweise auch ein kleiner Gegentrend, dessen Teil du dann bist, zu verspüren, dass diese Subjektivität wichtiger wird. Und zu dieser Subjektivität gehört auch eine Ausdrucksbandbreite von Gefühlen. Und jetzt haben wir eben mit Coming Through einen Song gehört, der sehr intim ist, kann man glaube ich sagen. Ein Liebes-Sehnsuchts-Song, ein Song, der sich versucht zu vergewissern. Sind Liebessongs zu schreiben die Königsdisziplin oder ist das eigentlich das, was am leichtesten von der Hand geht? Ach je, was eine Frage. Also ich glaube, dass also fast alle Lieder im Endeffekt Liebeslieder sind, weil Liebe einfach auch so, also es geht ja darum, auch eine Emotion zu transportieren und ich kenne keine stärkere Emotion als Liebe. Ja. Das mag kitschig klingen, aber also nein, ich will dem nicht widersprechen. Das ist, glaube ich, einfach eine Form, eine Emotion, die so dermaßen stark ist, dass sie irgendwohin dann auch einfach muss. Und ich glaube, dass über kurz oder lang fast alle Lieder eigentlich auch Liebeslieder sind. Und ja, ist das schwer, ist das leicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, dass man ein Stück weit sich schon überwinden muss. Also gerade als ein Mensch, der rational ist. Und man muss sich natürlich immer fragen, ist das jetzt hier gerade Kitsch, was ich mache oder nicht? Und im Optimalfall ist es das ja nicht, also zumindest für mich. Und ja, ich glaube, man braucht da, was Liebeslieder angeht, braucht man schon eine sehr starke Überzeugung davon, dass das hier jetzt gerade nuanciert genug ist, damit es wirklich noch okay ist und nicht komplett ins Kitschige abdriftet. Mhm. Also auch da bin ich Freund von so einer Doppelbödigkeit und von Schattierungen, von einer Mehrdimensionalität. Weil auch das ist ja auch so, wenn ich jetzt einen Song schreibe, der geht, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, ist vielleicht ein bisschen drüber. Also die Beatles konnten das. Aber, ja, aber auch mit einem gewissen ironischen Ton dann. Ja. Ja, und der ist ja zum Beispiel im Schlager häufig nicht da. Also da versucht man den Kitsch eigentlich
marktgängig auszuschlachten, beziehungsweise es liegt nahe, dass das immer marktgängig ist, wenn man sich kitschiger Phrasen bedient. Und wir haben dann ja solche Fälle wie bei Helene Fischer, die so ein überschwängliches Gefühl beschreibt und sie sucht ein Bild dafür und sagt dann, auf der Autobahn mit 200 fahren, sowas kann ich nur mit dir. Da würde ich erstmal sagen, auf der A3 nicht. Auf der A3 nicht. Aber auch sonst ist es vielleicht doch ein sehr plattes Bild und da beginnt ja Kitsch. Wenn man jetzt zum Beispiel einem Musikwissenschaftler wie Karl Dahlhaus traut, der sich mit Tschaikowski auseinandersetzt und ihm Kitsch vorwirft, dass er immer wieder, so ist der Vorwurf, also Tschaikowski, Selbstverständlichkeiten harmonische aufbauscht, als seien sie etwas ganz Besonderes. Und die Auflösung dieser Gewöhnlichkeiten dann auch nochmal aufbauscht. Und so kann man es, glaube ich, auch übertragen bei den Texten, dass man eigentlich das Gewöhnliche so heraushebt als das Besondere, dass es eigentlich schnell verpufft, wenn man ein bisschen nüchterner drauf blickt. Während du, glaube ich, bei deinem Schreiben anders vorgehst, du gehst tatsächlich mit dem Gewöhnlichen auch um und benennst das und sagst, ich laufe durch den Regen und fange Regentropfen auf oder du sitzt einfach mal so da oder du liegst neben jemandem und es sind so ganz alltägliche Dinge und diese werden aber auch als Alltägliches ausgestellt und das ist nicht gleich das Überbordende, aber daraus leitest du dann Größeres ab. Und das kommt dann ja vor allem in den Refrains zum Tragen. Jetzt wollen wir zum nächsten Song übergehen und da wäre mir doch lieb, wenn du erstmal was musikalisch dazu sagen könntest, ohne dass wir gleich auf den Text eingehen. Der nächste Song heißt Good Times und der sticht musikalisch sehr heraus. Ja. Sag jetzt nicht nein, dann habe ich mich verhört. Doch, ich sehe das genauso. Wie kann man das beschreiben? Ja, also geht es dir um die Harmonie oder geht es dir um die Instrumentierung? Oder? Beides, ja. Okay, also die Harmonie, das ist so blöd, das zu sagen, aber die war tatsächlich einfach irgendwann in meinem Kopf. Ich bin nachts aufgewacht und dann war das da. Also, und die Melodie war auch schon, Melodie und Harmonie waren irgendwie dann da. Aber ja, es ist eine sehr originelle Harmonie. Es ist eine, die ich so noch nicht so häufig irgendwo gehört habe. Mhm. Und irgendwie... Gibt es dafür Vorbilder oder wie würde man das einordnen, wenn man jetzt in Musikgenres denkt? Ja, das ist super schwierig. Also ich weiß es auch nicht. Du stellst die genau richtigen Fragen, aber ich kann sie auch ehrlich gesagt gar nicht so gut beantworten. Vorbilder ist immer schwierig, weil das passiert so viel unbewusst. Genau, aber wenn du es jetzt so im Nachhinein hörst, wo würdest du es eher einordnen? Also ist das nah am Soul oder haben wir dort ein bisschen Reggae-Einflüsse drin oder was? Also ich kann eine Band benennen, die für den Song ein bisschen das Vorbild war und das sind die Doors. Mhm. Und die Doors haben ja eine Musik gemacht, die schon auch bluesig war. Aber eben nicht immer in dieser Blues-Schablone, dass man sagt, jetzt ist hier erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe und so, sondern auch immer mit so, mit so besonderen Harmonien. Und ich glaube, dass Good Times ist ein Song, wo ich einfach die Doors spiele. Also zumindest musikalisch und das auch vom Sound her. Also ich mochte diesen Klaviersound der Doors, der irgendwie so ein Stück weit, ja, ist das so eine Art Saloon-Klavier, was man da hört. Und auch dieser, das ist der einzige Song auf dem Album, der auch so einen Walking Bass hat, wo man dann dun, 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 dun. Ja, und ich wollte auch einfach so einen Song auch drauf haben. Und das sollte irgendwie auch so eine musikalische Schattierung sein, die jetzt noch nicht mit drauf ist. Und für mich ist es ja, ich weiß ja, dass das Album als Konzept irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Also viele Leute machen es nicht mehr, viele Leute hören es auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, sind hier Leute im Publikum, die sagen würden, ich höre Musik prinzipiell als Alben, dass ich das von vorne bis hinten durchhöre, dann hebt mal eure Hand, auch wenn es peinlich ist. Ja, das doch schon doch ein paar. Aber das spricht für unser Publikum. Ja. Und wer würde sich der Fraktion Playlists und Warteschlange und sowas zuschreiben?
Ja. Was ist Warteschlange? Naja, dass man halt auf Spotify dann den ersten Song anmacht und dann überlegt man sich, was will ich als nächstes hören und dann packt man den in die Warteschlange. Also das ist quasi eine Ad-Hoc-Playlist. Ich höre ja noch CD, deswegen kenne ich das alles gar nicht. Ja. Genau. Und ich bin ja auch jemand, der sehr in Alben denkt. Also ich höre am liebsten ein Album und für mich ist auch jedes Album zusammengehörig in sich. Und auch wenn es kein Konzeptalbum in dem Sinne ist, wo die Songs jetzt irgendwie ineinander übergehen oder so, für mich ist ein Album, das ist ein Schaffensabschnitt, wo so oder so die Songs miteinander kommunizieren. Egal, ob das als Suite jetzt geschrieben ist oder nicht, wie Pink Floyd oder so das gemacht haben. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieser Song gerade auch im Zusammenhang mit dem Album gut funktioniert, weil er eben nochmal eine zusätzliche Klangfarbe irgendwie dabei hat. Mhm. Vielleicht sogar einen kleinen Kontrast. Ja. Wir hören mal rein. Yes. Good Times. Schön auch nochmal klatschen. Toller Song. Man könnte ahnen, dass auch noch B.B. King mitgespielt hat, aber das ist nicht der Fall, aber es hätte sein können. Wir haben ja immer noch nicht das Genre für diesen Song festgelegt. Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ins Publikum fragen, was haben wir gerade für ein Genre gehört? Hat jemand eine Idee? Kann das irgendjemand benennen? Habe ich Country gehört? Also ich hätte dann doch auch eher den Blues gedacht. Ja, ist bluesig, oder? Ja. Okay, dann einigen wir uns auf Blues. Aber nicht mit der Blues-Schablone, sondern ein bisschen schwieriger. Aber sprechen wir über den Text mal hier, denn das ist doch ganz erstaunlich, denn auch dies ist ein Kontrast zu den anderen Songs. Die anderen Songs sind oft sehr persönlich oder sie verhandeln einen Gemütszustand, einen meist melancholischen. Und hier plötzlich bekommen wir, zunächst einmal haben wir den Eindruck, einen Song, der uns positiver stimmt, der uns ein bisschen fröhlich durch die Straßen gehen lässt. Und doch ist der Text aber einer, der uns deutlich macht, wie vergiftet eigentlich diese Heiterkeit ist, die wir da an den Tag legen. Und zwar heißt es da, 47 slaves are working every day just so I can have a little good time. They are crawling through the dirt. They are making a new shirt just for me to have myself a good time. I've never had anything but good times. Das heißt, du greifst dir ja etwas ganz Konkretes auf, auch mit dieser Anzahl von den 47 Sklaven, die für uns da arbeiten. Ja, das ist ja, ich habe das durch dich mal im Podcast gehört, da habt ihr diese, war das eine Studie oder war das einfach? Es war die Aussage tatsächlich eines CDU-Politikers, aber das macht ja nichts, das war nämlich der Entwicklungsminister Müller, der das mal so drastisch gesagt hat, als er sich dafür einsetzt, dass wir ein ordentliches Lieferkettengesetz bekommen. Richtig. Und da sagte er, wir mit unserer imperialen Lebensweise haben eigentlich 47 Sklaven beschäftigt. Die sind nur nicht irgendwo hier direkt, sondern die sind weit weg und da sehen wir die nicht und deswegen brauchen wir so ein Lieferketten gesetzt, damit diese Sklaverei aufhört. Und das ist ja dann entsprechend verwässert worden von seinem Parteikollegen Altmaier. Aber dieses Heranrücken der Ungerechtigkeit an uns aufgrund
der medialen Repräsentation aufgrund von Social Media, aufgrund aber auch eines neuen Diskurses. Das ist ja auch etwas absolut Zeitgeistiges, dass wir plötzlich, wann immer wir etwas genießen, auch dass wir hier fröhlich beieinander sind, haben wir auch immer noch diesen anderen Diskurs, aber es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt so viele Fragen, die gelöst werden müssten, und das ist schon etwas, was ganz klar Abbild unserer Zeit ist, oder? Ja, voll. Also es ist ja auch einer der konkretesten Songs in dem Sinne. Also da ist... Also ohne, dass er wirklich eine Botschaft hat in irgendeiner Form, weil es geht ja jetzt nicht darum, hier mit dem erhobenen Zeigefinger zu operieren und zu sagen, ihr seid alle total unmoralisch und bitte bessert euch. Und also das ist ja nicht, das ist ja auch nicht, was die Kunst zu leisten hat. Also die Kunst ist ja kein Schraubenschlüssel, die muss ja nicht nützlich sein in irgendeiner Form. Aber ja, natürlich ist das dann sehr zeitgeistig, weil, und ich weiß auch gar nicht, wie es am Ende genau zustande gekommen ist, aber irgendwie fand ich diese Gleichzeitigkeit so, hat mich irgendwie beschäftigt. Also, dass wir diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf einer globalen Skala irgendwie haben und das aber an uns komplett vorbeigeht. Also, nach dem Motto, neben uns die Sintflut. Das ist die Externalisierungsgesellschaft, würde man in der Soziologie sagen. Und auch das ist nicht ein ganz neues Phänomen. Also die Literatur hat es auch schon immer mal wieder aufgegriffen, wenn man beispielsweise an den Wojciech denkt, der sehr genau um diese Ungerechtigkeit weiß, der weiß, wie falsch es auf der Welt läuft, und der sagt, man müsste eigentlich im Himmel mit Donnern helfen, ja, weil es so ein großes Elend ist. Und das ist aber jetzt tatsächlich sehr bei uns präsent. Also dass wir zwar uns immer wieder auch überreden, hedonistisch zu sein oder den Tag zu genießen, was auch immer, und das ist ja auch alles gut und schön, aber trotzdem ist das andere nicht mehr ganz loszubekommen. Und das, glaube ich, unterscheidet auch jetzt die Jüngeren von den sehr viel Älteren oder denen, die in den 70er Jahren jung waren oder in den 80er Jahren, wo man es auch hätte wissen können. Also es war ja jetzt auch kein Geheimnis, dass das mit dem Öl und all dem vielleicht nicht so gut ausgehen könnte, und mit Plastik Wirtschaftswachstum zu erzielen, könnte sich auch irgendwann rächen. Aber jetzt ist es wirklich für uns immer da. Das heißt, wir sind in so einer permanenten Gleichzeitigkeit, und das ist doch auch eigentlich neben so persönlichen Fakten, die dafür sorgen, dass man melancholisch ist, das ist doch eigentlich auch Ausdruck unserer gesamten melancholischen Stimmung, in der wir uns befinden, dass also auch da, wo das Glück und die Heiterkeit erlebt wird, doch auch immer so ein dunkler Schatten da ist, oder es hat immer etwas Schwarzgalliges. Ja, genau. Also es ist immer so ein Schatten, der über allem hängt. Und das ist, glaube ich, auch, warum der Song im Endeffekt auch ganz gut in das Album reinpasst. Das ist jetzt wirklich kein Album von großer Heiterkeit, aber es ist auch, dieser Song ist, denke ich, auch etwas, was einen dann wieder sehr zurückholt, weil er so konkret ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es auf diesem Album auch dieses Moment gibt, dass doch plötzlich wieder etwas sehr, sehr nah und sehr greifbar ist und sehr konkret wird. Und einen dann nochmal ein bisschen aus diesem reinen Konsum rausholt. Und sowohl der Text als auch die Harmonie ist ja einfach was erstmal irritiert. Und das ist ja genau das, was es soll. Es soll irgendwie so einen Widerhaken geben, irgendeinen Punkt, wo man anstößt und sich denkt, das ist jetzt aber merkwürdig und anders und holt mich aus dieser Passivität raus. Also aus diesem Beifahren ist man dann plötzlich wieder in einer sehr aktiven Haltung. Mhm. Wann war dir klar, dass das Album so heißen muss, wie es jetzt heißt? Das ist schon relativ früh klar geworden. Also das war schon klar, bevor die Songs alle fertig waren. Hast du dich mit der Temperamentenlehre auseinandergesetzt und bist dann dazu gekommen? Oder wie ist das entstanden? Genau so ist das. Also man muss es vielleicht auch mal kurz für alle erklären. Also das Album heißt ja Black Bile, und die Temperamentenlehre ist ja im alten Griechenland entstanden. Und damals glaubte man noch, dass es vier Körperflüssigkeiten gibt, die die Stimmung und das Gemüt der Menschen bestimmen. Und dann, wenn man eine der Flüssigkeiten ein bisschen zu viel hat, dann wird man zum Beispiel melancholisch, so zum Beispiel bei der schwarzen Galle, Black Bile, also schwarze Galle. Und dann muss man davon einfach nur ein bisschen was rausnehmen, dann geht es einem schon irgendwie besser.
Ja, und darüber bin ich gestolpert irgendwie. Also ich weiß gar nicht mehr wo genau. Ich habe irgendwo davon gelesen und dann hat mich das als Begriff irgendwie nicht losgelassen. Und dann, als das Album konkreter wurde und die ersten Songs dafür entstanden waren, dachte ich, dass eigentlich die Melancholie ein großes Thema ist und dass dadurch der Begriff und der Name Black Bile eigentlich am besten passt. Es waren auch andere Namen noch in der Auswahl, aber ich glaube, dass der jetzt wirklich einer ist, der sehr gut funktioniert und der auch so einen gewissen Ekel irgendwie ausdrückt, der auch ganz gut ist, weil es ist einfach kein Feelgood-Album in dem Sinne, sondern es ist ein Album, das. Aber es ist auch kein Weltekel-Album, genau. Das auch nicht. Ja, es ist schattiert. Es ist schattiert, beziehungsweise ich finde so erstaunlich, wenn man über Melancholie nachdenkt, weiß jeder irgendwie, was gemeint ist. Und doch ist es so schwer greifbar, das so zu sagen. Es ist ja nicht, dass man sagt, ich habe mir ein Bein gebrochen, schaut mal nach, da ist der Bruch und da muss man mal das in Gips legen, sondern das ist ja bei der Melancholie nicht so klar. Die kommt immer wieder auf, sie ist vielleicht für Momente da oder sie umnachtet einen sehr, sehr lang und man kommt kaum da heraus. Es gibt ja auch da verschiedene Abstufungen in der Melancholie, aber ich finde es erstmal ein sehr gutes Wort, weil es nicht so was Therapeutisches hat, sondern erst einmal sagt, es ist ein gewisses Lebensgefühl, das da ist und es ist aber etwas Ungreifbares und das ist das Besondere, finde ich, wenn man deine Songs hört, dass während man sie hört, genau weiß, was gemeint ist, ohne dass du es jetzt genau uns greifen kannst, aber durch die Musik eigentlich wird es greifbar. Es ist dann eigentlich dann in dem Moment gar nicht der Text. Also der Text gehört auch dazu. Ohne Text, glaube ich, würde es nicht funktionieren. Aber es ist dann noch etwas, dass der Text so viel zwischen den Zeilen lässt, dass es da gewiss lauert, da ist man sich sicher, aber man kann es nicht greifen. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wirklich in diesem berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer, Melancholia, in dem wir ja so ein Polyeder sehen und wir nicht wissen, was ist denn das für ein Steinklotz, der da noch liegt. Wir haben dort eine melancholische Gestalt sitzen und dann sehen wir da so einen Steinklotz, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Monolithen dann bei Kubrick, wo man auch nicht so genau weiß, was ist es eigentlich, wie soll man es deuten? Und so ist das auch. Es gibt natürlich unendlich viele kunsthistorische Exkurse dazu, aber dennoch bleibt es eigentlich ein großes Rätsel. Und so ist es mit der Melancholie selbst. Und deswegen kann man sich, glaube ich, nur textlich und musikalisch eher annähern, so wie du das tust. So auch in einem Song, der auch besonders schön ist, Dream So True. Und ich würde sagen, den hören wir auch mal jetzt. So machen wir es. I saw a face somewhere, a face that I knew well. It filled me with a great despair, but why I couldn't tell. I went and hurried to a brook where I saw waters shine, and as I gazed into the brook, that dreaded face was mine. A dream so true has made me blue. A day gone by begins anew. Now I can feel the sky is turning, turning to red. That's how I know that I can stay. And I can feel the earth is burning. My love, you slipped away. You left me in the morning time at the first light of day. When I awoke, I asked myself, was all of this in vain? So I lay down to sleep again, and so I shall remain. A dream so true has made me blue. A day gone by begins anew.
Ich lese nochmal den Beginn vor. I dreamed there was a melody, drove everyone insane. I sang it oh so happily, the notes were full of pain. Und ich musste dabei an ein ganz anderes Lied denken. Und zwar gibt es ja das Lied Ich singe, weil ich ein Lied habe von Konstantin Wecker. Das ist ein sehr gutes Lied. Und dieses Lied beginnt, er war Sänger wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Und dann aber kommt da plötzlich ein Lied in ihm auf und dann geht das nur noch, ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil er mich dafür entlohnt. Ich singe, weil ich ein Lied habe. Und daran musste ich denken, ist diese Assoziation zufällig bei mir oder gewollt? Ich weiß bei dir es ausgelöst. Nicht. Du weißt es nicht. Okay. Die Antwort ist immer dieselbe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Natürlich kann es. Aber ich weiß, dass du das Lied kennst. Ja, okay. Ja, ich kenne das Lied und ich habe es gehört und vielleicht ist es da irgendwie drin. Es ist ja auch harmonisch. Irgendwie in der Nähe. Was ich zu diesem Song sagen kann, ist, es ist ein bisschen me doing Paul McCartney. Also musikalisch ist es ist Let It Be ein Stück weit das Vorbild, weil es weil ich an diesem Song auch gerade dieses tröstliche Moment irgendwie mag und das ist ja auch ein Song, der sich auch viel mit Trauer auseinandersetzt in verschiedenen Schattierungen. Und diese Harmonie und wie es instrumentiert ist, hat irgendwie sowas, was aber einen irgendwie raushebt, was einem so einen Glauben irgendwie gibt. Und das war irgendwie drin. Und bei dem Song ist es tatsächlich so, dass ich einfach, dass der Refrain mal nicht als erstes entstanden ist, sondern ich habe angefangen, ihn zu schreiben und dabei sind diese ersten Zeilen entstanden. I dreamed there was a melody, drove everyone insane. Und ist das dann irgendwie weitergeschwommen und es ist dann schwierig nachzuvollziehen, immer wie, also man denkt ja nicht über jede Zeile bewusst nach, sondern schreibt dann einfach erstmal runter und dann, wenn einem was nicht passt, dann tauscht man es nochmal aus und so ist es auch bei dem Song. Ich habe angefangen und irgendwie wurden dann bestimmte Bilder konkret und sind dann aber auch wieder, wurden dann wieder abgelöst durch andere. Auch das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass Songwriting was ist, was sehr viel im Unterbewusstsein passiert. Und dass man, also ich habe für mich festgestellt, dass ich sehr darauf vertrauen muss, wenn ich anfange, einen Song zu schreiben, es wird schon gut werden am Ende. Ich glaube, wenn man auch viel liest und viel Musik hört, dann und viel gute Musik hört, das ist ganz wichtig, dann wird man auch gut schreiben, ob man will oder nicht. Und wenn man es zu sehr will, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn man einfach mal loslegt, dann funktioniert es meistens. Nun gibt es noch viele weitere Songs auf dem Album, die wir jetzt nicht alle heute hören, auch weil wir ja noch ein bisschen Überraschung lassen wollen für die, die dann das Album sich ganz anhören wollen. Es besteht ja auch die Möglichkeit, es heute Abend hier in CD-Form zu erwerben. Fast schon die Verpflichtung. Das war auch für dich ein Anliegen, dass es auch als CD erscheint. Also dass man doch auch die Möglichkeit hat, es so im Ganzen zu hören. Man hat noch ein Cover, man hat die Songtexte dabei. Also es ist noch ganz wie früher, wie ich das so kenne. Ja, ich bin ja auch Narzisst. Das spielt ja auch mit rein. Also ich will das sind auch, ja alle Künstler. Ich will ja auch das Ding in der Hand haben mit meinem Gesicht drauf und sagen, du bist so geil. Es ist aber auch ein schönes Foto, ja. Ja, es ist auch ein toller Fotograf und ein toller Grafiker. Fotograf Lutz Vogtländer hier aus Köln, kann ich sehr empfehlen. Und Grafiker war Knut Schötteldreier. Es steht auch alles im Booklet. Also wenn ihr das Ding kauft, dann könnt ihr es ja nachlesen. Aber es sind ganz tolle Leute, die daran gearbeitet haben. Und natürlich war mir das wichtig, dass das auch als CD erscheint, weil ich ja so großer Fan von dem Albumformat bin. Mhm. Weil ich ja auch will, dass man das einlegt und dann von vorne bis hinten hört. Mhm. Und A Dream So True ist der letzte Song auf dem Album. Und ich denke auch, ein ganz guter persönlicher Abschluss doch, wenn man vieles durchlitten hat, was, also jetzt nicht musikalisch, weil es ganz schlimm klingt, sondern inhaltlich, dass man dann am Ende so einen tröstlichen Song
dann doch noch hat. Wenngleich ich das gar nicht so interpretieren würde. Also ja, der Song ist tröstlich und er schließt das Album perfekt ab, aber ich habe nicht bei den anderen Songs den Eindruck, hier muss ich durch ein Tal der Tränen nur wandern und irgendwann gibt es auch den Ausgang, sondern du schaffst es ja, Gemütszustände in 3, 4, 5 Minuten. Uns, die wir diese Gemütszustände auch alle mal mehr, mal stärker haben, hörbar werden zu lassen, uns über uns selbst nachdenken zu lassen und möglicherweise auch dann einen anderen Umgang damit zu finden. Und sei es nur die Gewissheit, man ist nicht ganz allein, John Constantine sieht das ähnlich und singt noch drüber. Und das ist ja sehr tröstlich im Ganzen gesehen. Das heißt, es ist nicht ein Album, das einen herunterzieht, ganz im Gegenteil. Es gibt ja von Schubert diese eigentlich rhetorische Frage, kennen Sie eine lustige Musik? Und die Antwort ist natürlich nein. Also in gewisser Weise ist jede Musik, so heiter sie daherkommt, auch traurig. Und deswegen finde ich, stellt sich bei dir, auch wenn der melancholische Grundton da ist, eine Heiterkeit immer wieder ein, eine Heiterkeit, die eigentlich nur daraus rühren kann, dass es so ein leise gesungenes Trotzdem ist, dass man der Melancholie entgegensetzt. Und das findet sich in sehr, sehr vielen Songs. Ja, weil ja auch das Schreiben schon der Prozess ist, wo man dann aus gewissen Sachen auch wieder rauskommt. Mhm. Also das ist ja dann schon der erste Schritt der Heilung quasi wieder. Und ich glaube, dass es dadurch zustande kommt, dass es zum einen ein Kunstprodukt natürlich ist. Es ist künstlich in dem Sinne. Es ist ja alles ein Stück weit überzeichnet und überhöht. Und das ist auch gut so, weil Songs sollten meiner Meinung nach kein Tagebucheintrag sein. Weil nichts ist langweiliger als das Tagebuch eines anderen. Also da muss ja irgendwas passieren, irgendein Moment, was dann den Gedanken zur Kunst auch erhebt. Mhm. Und ja, also ich glaube, dass dadurch dann auch ein Stück weit, dass man schon schafft, und ich habe großen Spaß am Songwriting, also es gibt für mich wenig Schöneres, dass diese Freude an der Kunst und am Spielen, dass die auch einfach im Song sich dann auch manifestiert, so melancholisch oder traurig oder wie man es nennen will, der Inhalt auch sein mag. Aber die Musik ist ja großartig. Also nicht meine Musik, sondern die Musik insgesamt, aber meine natürlich schon auch. Musik zu machen, macht ja Spaß. Ja. Auch wenn es traurige Musik ist. Und dieser Spaß ist natürlich auch im Produkt einfach drin. Mhm. Und wir hatten großen Spaß, das Album zu machen. Und es war nicht so, dass wir uns abends alle in den Armen lagen und uns gegenseitig trösten mussten, dass doch eigentlich alles okay ist. Sondern das hat einfach riesige Freude gemacht, mit diesen tollen Musikern im Studio zu sein und die Songs zu machen. Und ich denke, das ist auch drin. Also das merkt man. Mhm. Das ist ein wunderbares Schlusswort und mir bleibt nur noch mal werbend zu sagen, das ist ein ganz großartiges Album. Man sollte es auch in Gänze hören. Man sollte es wirklich vielleicht von Anfang bis Ende erst einmal hören und dann pickt man sich Dinge raus und dann hört man es wieder mal komplett durch. Da sind dann alle Wege offen dafür. Ich genieße es jedenfalls sehr, dieses Album zu hören und ich danke dir für das schöne Gespräch und dass du uns ein bisschen Einblick gewährt hast, wie eigentlich so ein Album entstehen kann, was man dafür auf sich nehmen muss. Und ich würde sagen, das kann sich wahrlich hören lassen. Und so wollen wir jetzt aber nochmal dich live erleben mit einem Song. Nicht alle eignen sich ja dazu, dass man das nur mit der Gitarre macht, aber dieser eignet sich ganz besonders. Du singst jetzt für uns My Dear Friend. Genau. Und bevor ich das tue, möchte ich dir natürlich auch nochmal herzlich für das tolle Gespräch danken, Wolfgang. Du hast dich durch die A3 gequält und es musste alles doch dann ganz schnell am Ende gehen, aber es hat mir großen Spaß gemacht, das heute mit dir zu machen. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass so viele Leute hier sind und dass wir den Laden voll bekommen haben. Und ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Abend hattet. Und dass ihr natürlich auch das Album hört und vielleicht auch kauft. Das wäre einfach ganz, ganz toll. Mhm.
pain, but I can't explain why you're hurting so, my friend. Will happen to me, oh my son, I must be gone. Dark skies are hanging over all the land. Still, we must not tremble. Vielen Dank für den schönen Abend. Danke, Wolfgang. Danke an die Trinkgenossin, dass wir hier sein dürfen. Und ich hoffe, wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend hier.